Okay, Leute, die neuen Spoiler zu One Piece Kapitel 1013 geben nun mehr Aufschluss, wie es um Ruffy steht. Ist es die lang erwartete Tragödie? Wie geht es weiter? Was ist genau da oben passiert? Und vor allem, wie lange dauert es noch, bis Ruffy aktiv was gegen Kaido unternehmen kann? Leute, die Spoiler sind absolut spannend, also lehnt euch auf jeden Fall zurück. Los geht's. Und damit, ja Leute, was geht ab? Willkommen zu One Piece Kapitel 1013, erweiterte Spoiler. Und Leute, dieses Kapitel hat es absolut in sich. Auch wenn am Ende etwas geoffscreent wurde, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das natürlich im Nachhinein nochmal aufgegriffen wird. Wir gehen allerdings erst einmal zu Big Mom und wir haben auch endlich die Bilder, wie wo was passiert, wie das auch aussieht, wie das gezeichnet wurde. Und ich muss ganz klar sagen, Big Mom hat Ulti einfach fast schon getötet. Also das war ja unglaublich. Ulti hat einen Angriff abbekommen, der einfach durch ihren Körper durchgreift. So, Big Mom hat Ulti einfach durchlöchert. Ja, also, das ist schon ziemlich brutal und sehr, sehr heftig. Also, es sah unglaublich brutal aus. Also, für One Piece-Verhältnisse schon sehr, sehr brutal, Leute. Das hatte so Akaino Ace-Vibes. Ja, also, Big Mom hat sie einfach durchlöchert. Also, es sieht schon sehr, sehr heftig aus. Ja, dass sie da jetzt natürlich nicht nochmal aufsteht, ist natürlich irgendwo zu verstehen. Muss ich hier ganz klar sagen. Dann geht es weiter, denn Justice Captain Kid erscheint und er packt sich Big Mom. Er macht ja mit seinem Punk Robin so eine riesengroße Hand. Er nimmt Big Mom quasi am Gesicht, ja, und donnert die in den Boden rein. Das sah natürlich auch unglaublich cool aus. Im Großen und Ganzen hat das oder wird das Big Mom nicht jucken, ist natürlich klar. Kid setzt ja einfach nur sein Statement, ja, dass Big Mom jetzt der Gegner von Kid ist oder dass er sich jetzt um Big Mom kümmern wird. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Kid alleine hier absolut keine Chance gegen Big Mom haben wird. Ja, das wird vermutlich genauso enden wie bei hier Ulti oder jetzt Page One, dass Big Mom hier Kid auch theoretisch one-shotten kann. Mehr oder weniger. Vielleicht muss man da noch ein bisschen mehr machen. Aber dass Kid hier eine Chance hat, ist für mich immer noch so gut wie ausgeschlossen. Und das Ende des Kapitels deutet eine Richtung hin, auf die man schon irgendwo gewartet hat. Ich zumindest und vermutlich auch einige andere, weil es ja aktuell einfach zu gut läuft. Und das habe ich auch immer wieder gesagt, es läuft aktuell zu gut. Es ist mehr nur Showcase-Kapitel gewesen, ja, Ruffys Advanced Königshaki und so weiter. Und das wird auch hier sehr, sehr gut aufgegriffen. Denn nun kommen wir zu dem Punkt, warum vermutlich auch die meisten eingeschaltet haben. Es geht nämlich um Ruffy und es ist in der Tat genauso, wie es in den Spoilern auch stand. Ja, wir haben jetzt hier keinen weiteren Kampf zwischen Ruffy und Kaido gesehen oder sehen können. Wir sehen am Ende wirklich nur, wie Ruffy hier vom Onigashima-Schädel von dieser Plattform runterfällt. Und hier ist natürlich die Frage, was ist da passiert? Und Kaidos Dialog erklärt das Ganze so ein bisschen. Und es ist so, wie es eigentlich ist. Ja, Ruffy hat sich vermutlich ein bisschen überschätzt. Denn Kaido sagt Folgendes. Ruffy, der ja gerade wirklich die Möglichkeit bekommen hat, eine neue Waffe zu benutzen, für sich gewonnen hat, ja, dann ist Ruffy natürlich ein bisschen, ich sag mal, arrogant vielleicht geworden. Also dem Wort laut Kaido nach, ja. Ja, Ruffy hat eine neue Waffe und dann denkt er oder hat er gedacht, er schafft es jetzt und war vielleicht ein bisschen übermütig, ja. Und Kaido hat ihn dementsprechend dann zurück auf den Boden der Tatsachen geholt, denn es ist in der Tat so, Ruffy, der ist hier bewusstlos, ja. Also dieser Ruffy, der sieht einfach bewusstlos aus und hier ist natürlich die Frage, was ist da wo, wie genau passiert? Und ich denke, diese Frage, die werden wir dann in den nächsten Kapiteln vermutlich geklärt bekommen, denn diese Szene oder dieser Schlagabtausch, dieser letzte, der da dazu geführt hat, dass Ruffy jetzt bewusstlos geworden ist und dort runterfällt, der wurde offscreen durchgeführt. Ja, während des Wano Kuni Arcs kam es schon oft dazu, dass einige Sachen geoffscreened wurden und das wurde auch dementsprechend kritisiert und diese Kritik hat das Team von Oda vermutlich höchstwahrscheinlich auch erreicht und ich denke, dieses Offscreen-Gebäche, was wir jetzt in Kapitel 1013 haben, das wird nochmal aufgerollt, da wird nochmal gezeigt, was wirklich passiert ist und da freue ich mich natürlich drauf, dann kriegen wir nochmal einen genaueren Aufschluss darauf, wie Kaido Ruffy jetzt hier einfach erledigen konnte. Und jetzt ist natürlich die Frage, wozu führt das? Ja, was ist das für ein Punkt? In welche Richtung können wir jetzt gehen? Auf der einen Seite ist es natürlich möglich, dass diese erwartete Tragödie, Akt 3, was schon so unglaublich lange geht, dass das jetzt endlich ihr Ende findet, ja, und diese Tragödie ihren Lauf nimmt, ja, dass jetzt das wirklich vielleicht nur der Anfang der Tragödie ist, ja. Ruffy wurde erst einmal besiegt. Was macht Kaido dann? Kaido ist dort oben alleine quasi auf dem Dach. Ihm ist vermutlich langweilig.
natürlich, was würde Kaido tun, ja? Logische Konsequenz, er geht natürlich runter auf das Hauptfeld und wird da natürlich oder höchstwahrscheinlich mit aufräumen. Dann würde natürlich diese Tragödie ihren Lauf, ich sag mal, nehmen, ja? Es sei denn, Ruffy, der kommt jetzt wieder relativ schnell zu sich, was wir von Ruffy eigentlich gewohnt sind, dass der mal relativ schnell zu sich kommt, denn das ist so auch das Motto von Ruffy, ja? Wie der Gummiball, der immer wieder hochkommt und so. Und das ist ja bei Ruffy nichts Neues, ja? Er wird definitiv wiederkommen und es ist ja auch so gewesen, dass Ruffy hier an für sich jetzt erst einmal so gleich aufwirkte, aber natürlich auf der anderen Seite nicht wirklich eine Chance irgendwo jetzt gerade hat, weil Oda hat ja bestätigt, Ruffy muss ein Gear 5 haben oder wird das Gear 5 benötigen, um Kaido zu erledigen. Deswegen war es ja irgendwo auch bestätigt und klar, dass Ruffy hier in der Base Zone keine Chance hatte. Das hatte ich oft in der Review gesagt, yo, Leute, das ist nur Showcase, ja, das ist Showcase, um zu zeigen, um die Leute ranzuführen an die neue Technik, um natürlich das Ganze so ein bisschen zu hypen, um eventuell auch hier jetzt, wie in diesem Falle, das Ganze wieder zu turnen. Das Problem ist nämlich, wenn Ruffy jetzt hier absolut erst einmal keine Chance hat, Zorro raus ist, ja, das haben wir ja auch als großes Problem, ja, als sehr, sehr große Sache, die natürlich noch wichtig werden wird, ja, da fehlen die zwei wohl mit stärksten Leute neben Marco, Law und Co., die jetzt erst einmal raus sind, ja, jetzt haben wir nur noch Sanji, der muss auch natürlich noch sein, ich sag mal, Fett erstmal wegkriegen und das läppert sich irgendwann, ja, das wird immer mehr, bis dann irgendwo diese Verzweiflung vor der Tür steht und es dann wirklich richtig, richtig rund geht. Und das ist etwas, was schleichend kommt, aber irgendwann in der Tat dann da ist, was dort steht und was natürlich sehr, sehr, ich sag mal, vom Dramaturgischen her gut aufgegriffen wird von Oda. Ich persönlich mag aber die Richtung, die er geht, ja. Es wäre völlig absurd gewesen, wenn Ruffy jetzt gut in den nächsten 3-4 Kapitel ins Gear 5 geht und dann Ruffy in der Kaido scheppert oder so. Das wäre, ich sag mal, das wäre irgendwie nicht real. Das würde sich nicht real anfühlen und ich persönlich finde es richtig, was Oda hier macht, ja, dass er nochmal Ruffy hier, ich sag mal, so ein bisschen aufs Maul haut oder aufs Maul hauen lässt, ja, und ich hier natürlich nochmal Kaido als Kaiser hervorheben oder hervorgehoben sehe. Gerade Kaido, der natürlich auch nochmal sein Awakening richtig zeigen muss, ja. Wir haben noch so viele Fragen offen bezüglich der Zoan-Kräfte und so weiter, die erst einmal alle geklärt werden muss, damit wir mit diesen ganzen Informationen in diesen finalen Kampf reingehen können. Und das ist etwas, was ich unglaublich wichtig finde und ich persönlich finde die Richtung, die Oda hier geht, definitiv wieder. Klar, Leute, wir dürfen nie die Hoffnung verlieren, auch wenn Kaido versucht, in diesem Kapitel uns diese Hoffnung zu nehmen, denn Kaido sagte in diesem Kapitel, dass die Menschen es nicht schaffen, Hoffnungen aufzugeben oder dass man diese beiseite legt oder sonst, das können Menschen einfach nicht, aber Oda will uns hier natürlich ganz klar ein Zeichen geben, dass das nicht dieser richtige Weg ist und das finde ich persönlich ganz nice. Ruffy wird ganz klar wiederkommen, er wird stärker wiederkommen, er wird immer stärker, immer stärker, immer stärker und das geht halt immer so weiter und das ist etwas, was ich persönlich und was wir alle natürlich an One Piece immer so nice finden. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lange dauert das jetzt noch, bis Ruffy wieder am Start ist? Ich kann mir gut vorstellen, dass Ruffy, wenn er jetzt erst einmal zu sich kommt, dass wir vielleicht nochmal einen kleinen Flashback zu Rayleigh bekommen, wo wir nochmal Dinge aufgearbeitet bekommen, ja, nochmal Fragen, die wir so jetzt haben als Fans, ja, mit dem Advanced Königstag oder sonstiges, so Informationen von Rayleigh, damit Ruffy natürlich neuen Mut schöpft, da neue Informationen, vielleicht auf eine neue Schlussfolgerung kommt oder sonstiges, dass Ruffy nochmal so ein bisschen resettet wird, damit er sich erneut an diesen Kampf versuchen kann, Leute, denn es wird vielleicht nochmal passieren, dass Ruffy aus dem Maul kriegt und dass er vielleicht nochmal ohnmächtig wird oder sonstiges. Ja, Kaido ist halt einfach aktuell noch etwas zu stark. Ja, und Ruffy, der hatte gerade diese neue Technik, die muss er erst einmal wirklich verinnerlichen und diese Technik per se, die kann man ja an für sich, wenn es halt wirklich durch das Königshaki kommt oder dadurch, dass es durch das Königshaki kommt, kann man das ja per se nicht einfach so trainieren. Ja, das muss man dann mit dem Geiste, mit der persönlichen Entwicklung irgendwie schaffen und ich bin mir ziemlich sicher, dass Ruffy das schaffen wird. Aber um das Ganze nochmal abzurunden, was halt unglaublich wichtig ist und was wir jetzt hier sehen, Zorro ist erst einmal raus, Ruffy ist erst einmal raus, ja, dann Justice Captain Kid, der gerade gegen Big Mom kämpfen wird, der wird auch gleich erst einmal raus sein, das wird im nächsten Kapitel wird das besiegelt sein, Trafalgar Law, der wird vermutlich nicht viel machen, der wird dann auch vielleicht erst einmal raus sein, ja, dann fehlt eigentlich nur noch Marco, Sanji und dann ist eigentlich schon dieses Tragödienurteil geschrieben, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass selbst wenn die Scabbards jetzt relativ fit sind oder dass Nekomushi, Inuarashi oder sonstige, ja, dass da jetzt irgendwie noch was, ich sag mal, etwas irgendwie in Richtung Sieg geht. Wenn diese ganzen Hauptleute erst einmal down sind, dann muss wirklich eigentlich
eigentlich ein Wunder geschehen, ja? Auf der einen Seite Sunisha, der vielleicht auftauchen könnte, ja, die restlichen Whitebeard-Leute, die Strohhut-Allianz oder sonstiges, da müssen einige Leute aufmarschieren, um denen hier definitiv aus der Scheiße zu helfen. Ich meine, selbst wenn irgendwer auftauchen, es kann, glaube ich, selbst ein Shanks auftauchen, selbst er könnte hier Kaido und Big Mom, glaube ich, nicht im Alleingang besiegen. Das funktioniert nicht. Die Leute müssen, wenn, auftauchen, um Ruffy und Co. dort zu retten, ja, um sie zu saven, um sie nochmal aufzupäppeln, vorzubereiten für halt den nächsten Versuch. Ja, das sind die Leute, die das hier schaffen müssen. Und am besten ist natürlich auch, dass das Ganze dann auch ohne die Hilfe von einem Shanks hier passiert. Deswegen, es wird sehr, sehr komplex, es wird sehr kompliziert und natürlich auch sehr, sehr spannend, wie Oda das Ganze hier auflösen wird. Ja, gerade diese Konstellation mit Zoro, Ruffy und Co., die ja jetzt im Nachhinein immer mehr jetzt rausgenommen werden. Ja, Usopp, Captain Kidd, eine Frage der Zeit, hat sich eben schon erklärt, ja, und es geht dann immer so weiter. Da sind wir auf jeden Fall mal gespannt und ich bin auch mal gespannt, wie Oda da jetzt durchgeht oder was er sich da in den Kopf, was er sich da reingesetzt oder reingepflanzt hat, ja. Ich denke, er hat schon einen ganz klaren Weg, den er gehen wird und ja, den müssen wir einfach mal abwarten. Leute, das war's erstmal von diesem neuen Spoiler-Video, ja, sehr interessante Bilder, die wir hier haben, meine Freunde. Und dann würde ich sagen, hören wir uns morgen vermutlich bei der richtigen Review. Und dann bin ich jetzt mal raus. Ich wünsche euch allen einen entspannten Tag. Macht's gut. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, falls es euch gefallen hat. Und natürlich auch gerne ein Abo. Da verpasst ihr natürlich nicht solche Videos wie dieses hier zum Beispiel. Dann macht's gut. Haut rein. Ciao und tschüss.